Hallo und herzlich willkommen zum weiteren Video von mir. Und ja, ich bin erkältet, das hört man glaube ich. Und heute gibt's ein kleines Jugendfeuerwerkssortiment von Keller. Und zwar die Knalltüte. Da haben wir einmal zweimal Knallerbsen. Einmal zweimal, genau. Dann die Flashlights. Pyrospeed und Blitzknattertabelle. Also die Powerballs. Ja, über 115 Teile. Davon schon 100 die Knallerbsen sind. Ja, das werden wir heute mal testen halt. Hat 2 Euro gekostet, das ein Kick. Habe ich mir einfach mal mitgenommen. Ja, viel Spaß. So, jetzt habe ich alles geöffnet. Die Knallerbsen lasse ich mal weg, weil ich glaube, die interessieren niemanden. Ja, dann haben wir hier nochmal alle einzelnen Packungen. Hier die Powerboards, die Flashlights und hier die Pyrospeed. Und wir fangen an mit den Flashlights. Wir gucken kurz nach der NEM. Hier kennt man es. Hier. NEM ca. 5 Gramm. Ja, fangen wir an mit denen. So, jetzt Flashlight. Ja, ganz schön. Machen wir mal noch ein. Oh, jetzt mal, gehen wir gleich mal hier runter. Ja, ganz schön. Gut, dann machen wir weiter mit Pyrospeed. Ich glaube, das sind so kleine Bodenfeuerwirbel, oder? Ja, genau. Das ist die NEM, ca. 9 Gramm. Ein bisschen das Licht hier. Dann machen wir die jetzt gleich. So, jetzt der Pyrospeed. Ja, ganz schön. Drei Farbwechsel, wenn ich mich jetzt nicht getäuscht habe. Ja. Machen wir mal noch einen. Das war mal nix. Warte kurz. So, das fand ich jetzt blöd, dass der nicht ging. Deswegen machen wir mal noch einen und ich will nämlich noch mal wissen, ob der jetzt drei Farbwechsel hat. Immer diese Probleme hier. Hoffentlich geht's jetzt. Tatsächlich dreimal erst grün, rot und dann wieder grün. Ja, ganz schön. So, und dann zuletzt noch hier die Powerballs. Und da die ENEM. Wo steht's? Wo steht's? Hier. NEM circa. Sechs Gramm sind es auf jeden Fall. Ich versuche noch ein bisschen das Licht. Ja, auf jeden Fall sind 6 Gramm. Ja, und jetzt zuletzt noch die. So, jetzt habe ich gerade entdeckt, dass die noch mit Kügelchen sind. Und deswegen werde ich mal nur eins zünden, weil dann werde ich die vergleichen gegen die Ni zwischen den Nico da. Weil Nico hat ja auch noch Kügelchen und deswegen werde ich die vergleichen. Deswegen zünde ich jetzt mal nur einen. So. Sogar eine Standfläche, ja, die man hier sehen kann. Standfläche. So.
Alter, das war mal geil. Ja. Gut. Ja, das war's auch schon wieder vom Video. Ist eigentlich ganz schön, das kleine Teil hier, außer die Knallerbsen natürlich. Hätte nicht sein müssen, die Knallerbsen. Hätte man auch was anderes reinpacken können. Aber so ist es eigentlich ganz okay. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mal einen Daumen nach oben da, wenn ihr wollt. Und bis zum nächsten Video. Ciao.